Und da ist er, unser bayerischer Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Bei unserem traditionellen Neujahrsempfang ist alles zu Gast, was Rang und Namen hat. Die Schützen laden ein, die Politik willkommen. Sehr geehrte Besucher unseres Neujahrsempfangs, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem traditionellen Neujahrsempfang hier im Franziskaner. Miteinander zu reden ist das Geheimnis des Erfolgs. Vereine geben Rückhalt, erhalten Werte und schenken Lebensqualität. Insbesondere die Schützenvereine als Bewahrer von Brauchtum und Tradition und als Motor modernen Sports leben dieses Miteinander vor. Bei diesem Zusammentreffen schauen wir über die Grenzen unseres Schützenwesens, knüpfen Partnerschaften. Das ist umso wichtiger, wenn Brüssel wieder einmal für Unruhe sorgt, weil dort nicht vereinsdienlich gedacht wird. Egal, ob Datenschutzgrundverordnung oder Feuerwaffenrichtlinie. Bisweilen sorgen die Eurokraten gerade in unseren Schützenvereinen für Unruhe und machen es uns nicht leicht, vom vereinten Europa zu träumen. Von der internationalen Bühne kehren wir zurück in unser Bayern. Ich freue mich, dass Bayerns neuer Ministerpräsident heute unter uns weilt. Aber dass ich heute da bin, ist schon ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu dem, was Sie verkörpern. Ein Bekenntnis zu der Gemeinschaftsleistung, die die Schützen erbringen. Ein Bekenntnis zu der sportlichen Qualität, die Sie erbringen. Ein Bekenntnis aber auch zu dem, was Sie an Brauchtum, an kulturellem Erbe unserem Land geben und bereichern. Wenn wir die großen Feste feiern in Bayern, dann ist das ohne Schützen nicht vorstellbar. Es ist selbstverständlich, dass wenn Ministerpräsident, Minister oder viele Gäste kommen, dass dann die Böllerschützen zum Beispiel Salut schießen. Ich glaube bis heute, dass viele Menschen, die zu uns kommen, auch gerade zu uns kommen, weil sie diese Gemeinschaft, das Miteinander, dieses Brauchtum so besonders schätzen. Man kann nämlich sehr modern sein, ohne seine traditionellen Wurzeln zu vergessen, meine Damen und Herren. Und Sie helfen dabei mit. Herzliches Dankeschön und vergelt's Gott. Wir wollen auch den Breitensport, die Sportanlagen. Bei Garching-Hochbrück werden wir, da haben wir uns sogar einen Koalitionsvertrag unterhalten, bei entsprechender paritätischer Finanzierung mit dem Bund etwas machen. Und ich sage Ihnen auch, Sie haben gesagt, es dauert in der Regel 10 Jahre, bis was passiert. Ich sage bei mir 10 Minuten. Den Zuschuss für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Deutsche Meisterschaft, da werden wir morgen eine Koalitionsausschusssitzung machen. Robert, es geht um 50.000 Euro. Ich glaube, das können wir... Das können wir so entscheiden. Ja! Und an besonderen Abenden werden auch besondere Sportler geehrt. Christoph Kaulich und Daniel Brody Brodmeier wurde gedankt für ihren jahrelangen Einsatz. Und ganz aktuell für ihre Spitzenleistungen wurde die Sportplakette in Gold Isabella Straub und Maxi Dallinger übergeben. Normalerweise, da ist die Schallmauer, die Schallgrenze sind 50 Punkte. Maximilian, herzlichen Glückwunsch. Sie war die erfolgreichste Sportschützin 2018 bei den Weltmeisterschaften. Herzlichen Glückwunsch, Isabella. Brody und ich darf dir jetzt bitten, dass du herkommst. Ne? Er war KK, Junioren-Europameister 2014. Christoph Kaulich. Die bayerischen Schützen sind eine wichtige Säule unserer Kultur. Wir müssen alles tun, um ihre Arbeit zu unterstützen und zu erhalten. Sie leisten hervorragende Jugendarbeit, sie pflegen unser Brauchtum. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese Leistung im Koalitionsvertrag sich wiederfindet, indem wir beispielsweise massiv Geld geben, um diese Schießanlage in Garching-Hochbrück zu sanieren und die wieder auf Vordermann zu bringen. Da werden ein paar Millionen fließen. Das ist gut angelegtes Geld, das sind uns unsere Schützen wert. Ich bin froh, dass wir den beiden Sportschützenbund eines eigenen Schützenbundes sehen mit seinen vielfältigen Aufgaben und seinen vielfältigen Erfolg. Und natürlich bei so einer Veranstaltung, ich glaube, es gibt keinen Landesverband, wo der Ministerpräsident, das halbe Kabinett und der halbe Landtag zugegen ist, wenn ein Schützenverband einlädt zum Neujahrsempfang. Bei Ihnen wird deutlich, dass Sie Heimat verkörpern. Wo stünde denn Bayern heute, wenn wir nicht auch eine Richtung, eine Orientierung, eine Identität für unser Land den Menschen vermitteln können. Und genau da setzt die Arbeit von Tradition, von Brauchtum und ganz besonders vom Schützenwesen insgesamt an. Dass wir als gesamte Gesellschaft, als Familie denken und handeln.
Deshalb dürfen wir auch beim Skisport niemand ausgrenzen, weil er vielleicht ein Handicap hat. Wir brauchen keine Barrieren, die gehören weg. Und deshalb möchte ich appellieren, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, am Skisport aktiv teilzunehmen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn zu mir ein Schützenmeister kommt und sagt, unser Schießstand ist im hintergelagenen Raum von unserem Saal. Der ist jetzt auf 199 begrenzt. Wegen der Veranstaltungsverordnung ist alles klar, ist ja richtig. Ich habe eine Zulassung bekommen für 12 Personen, die sich im Schießstand aufhalten dürfen. Nur, wenn wir Schießabend haben mit den 12 Personen, muss der Saal leer sein. Es darf im Saal keine einzige Person sich aufhalten. Dann muss ich ganz einfach sagen, kann das ein normaler Schützenmeister, der wo ein Ehrenamt draußen hat, nicht mehr verstehen. Weil er nämlich genau vor 15 Jahren in diesem Saal 350 Leute drin gehabt hat. Wir haben ja nicht nur Hochbrück vor den Stadtgrenzen, sondern noch näher an der Stadtgrenze oder fast in der Stadt die Schießanlage in Unterdill. Und ich hoffe auch, dass wir diesen Umbau als Landeshauptstadt München dann in einer großen Einmütigkeit unterstützen können. Leider ziehen auch dunkle Gewitterwolken am Schützenhimmel auf. Ein erster Entwurf zur Änderung des Waffenrechts liegt uns nun vor. Grund hierfür ist die Feuerwaffenrichtlinie der EU, verfolgt diese im Wesentlichen drei Ziele. Erstens, der illegale Zugang zu scharfen Schusswaffen soll erschwert werden. Zweitens, sämtliche Schusswaffen und ihre wesentlichen Teile sollen von der Herstellung bis zur Vernichtung behördlich zurückverfolgt werden. Und drittens, die Nutzung von legalen Schusswaffen soll erschwert werden. Das werden wir auf keinen Fall so hinnehmen. Die Kolleginnen und Kollegen, die heute herkommen, haben zig andere Termine auch. Sie kommen aber her, weil sie gerne in ihrer Gemeinschaft sind, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich verbunden fühlen. Und diese Verbundenheit, die trägt auch in die Zukunft. Alles Gute, herzlichen Dank und ein gutes neues Jahr.